Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auch in der neuesten Ubuntu LTS-Version nach wie vor den Firefox als APT installieren könnt und nicht mehr auf den Snap Store angewiesen seid. Wie ließe sich diese Aufgabe nun besser beginnen, als Firefox aus den Fängen dieses Snap Stores zu befreien? Wir geben also ein sudo snap remove firefox. Als nächstes fügen wir unserer APT-Paketverwaltung das PPA von Mozilla hinzu. Das PPA nennt sich Mozilla Team. So, und als nächstes sorgen wir dafür, dass jegliche Installation von Firefox mit dieser PPA bevorzugt wird. Und zwar legen wir hierfür eine Datei an innerhalb des APT Preferences Ordners und nennen diese Mozilla Firefox. Und innerhalb der Datei machen wir folgende Angaben. Anschließend speichern wir die Datei. Und damit die gesetzten Parameter jetzt nicht im luftleeren Raum stehen, hier eine kleine Erklärung dazu. Sämtliche Pakete mit dem Ursprung des PPA vom Hersteller Mozilla Team, LP PPA Mozilla Team, sind betroffen. Das Paket wird durch die Pin Priority in jedem Fall installiert. Für eine ausführlichere Erklärung gibt es eine wunderbare Wiki-Seite von Ubuntu Users, die werde ich mal in der Videobeschreibung verlinken. Wir schließen also die Datei, aktualisieren unseren APT-Cache mit sudo apt-update und installieren Firefox mit sudo apt-install Firefox. Und hier sehen wir bereits, dass er sich für die Installation von Firefox an dem PPA von Mozilla Team bedient. Firefox ist also installiert und wir starten es einmal und freuen uns über ein über APT installiertes Firefox.